guten Morgen von meiner heutigen Wanderung aus dem Bayerischen Wald. Heute geht es auf den Großen Aber. Das ist hier der größte Berg, der ist 1456 Meter hoch. Das Wetter spielt heute, naja, bis jetzt nicht so mit. Ich hoffe, dass dann später nur aufreißt, wenn ich oben bin. Dann wird man gute Sicht haben. Ja, dann würde ich sagen, würde mich freuen, wenn er mich begleitet. Und dann werden wir wieder bestimmt schöne Sachen sehen. Bis gleich. Ciao. Hier sieht man wieder ganz viele umgestürzte Bäume. Die sind wahrscheinlich auch umgeknickt vom Orkan Kyrill im Jahr 2007. Und umso weiter ich jetzt hochkomme, sieht man jetzt immer mehr Schnee. Bin gespannt, wie viel mich dann am Gipfel erwartet. Wow, das schaut hier richtig wunderschön aus. Der Schnee, das ist ein schöner Kontrast. Und dann noch, da hinten komme ich jetzt dann langsam in die Wolken rein. Richtig toll. Das ist schon mal was ganz anderes, als im Sommer zu laufen, wenn die pralle Sonne scheint. Das hier ist so eine ganz tolle, gemütliche Atmosphäre. Nach einer Stunde und 10 Minuten und 4 Kilometer bin ich jetzt am Mittagsplatzl angekommen. Liegt auf einer Höhe von 1340 Meter und zum Vergleich zum Großen Aber, der hat eine Höhe von 1456 Meter, also ist gar nicht mehr so weit. Und da werde ich mich ein bisschen auf die Bank setzen und die wunderschöne Aussicht genießen. Man sieht zwar gar nichts, aber ich finde es trotzdem irgendwie genial. Das ist was ganz anderes. Ja, es ist irgendwie, wie ich schon immer öfters gesagt, eine ganz andere Atmosphäre. Ich finde es einfach toll. Da ist er vor mir, der große Aber, leicht in Wolken gehüllt, aber das macht überhaupt nichts. Ich nehme mal an, weil es heute so neblig ist, werden heute auch nicht so viele Leute mit der Bahn dort hochfahren. Das ist natürlich ein Vorteil für mich, dann kann ich nämlich super Fotos machen von diesen weißen Wolken. Genial!
jetzt dauert es nicht mehr lang, dann bin ich gleich oben. Da sieht man schon die Antenne. Ja, zum Schluss ist mir jetzt ziemlich viel Schnee in flüssiger Form entgegenkommen, aber das war ja nicht anders zu erwarten. Und bisher war es ja auch eine ganz ruhige Wanderung. Ich bin bisher noch niemandem begegnet. Habe ich doch noch Glück gehabt. Einen kleinen Blick konnte ich noch ins Tal erhaschen. Aber jetzt geht es dann gleich weiter zum kleinen Aber. Der ist ungefähr 2 Kilometer von hier entfernt. Jetzt laufe ich nur ein kleines Stück denselben Weg zurück, den ich hochgekommen bin. Und dann gibt es auch schon Abzweig zum kleinen Arber. Auf dem Gipfel, auf dem kleinen Aber, ist wirklich wunderschön. Da sieht man auch wieder, wie der Orkan Kyrill getobt hat. Es sind viele abgestorbene Bäume zu sehen, aber es wächst schon wieder Neues nach. So einsam, wie es hier oben ausschaut, ist es gar nicht, weil da waren jetzt bestimmt an die 30 Leute hier oben. Da habe ich jetzt wirklich eine Zeit lang warten müssen, bis alle weg sind. Gut gegessen und gut getrunken. Jetzt habe ich einige Zeit hier oben verbracht. Jetzt wird es dann auch wieder Zeit zum Gehen. Also dann, bis später. Ciao. Ach so, noch was. Ich gehe jetzt ja denselben Weg zurück. Darum werde ich jetzt auch fast nichts mehr filmen. Dort drüben sieht man jetzt einen großen Arber, sogar sehr gut, ohne Wolken.
habe ich heute Vormittag ein bisschen Pech gehabt, war ich doch ein bisschen zu früh unterwegs. Aber was soll's, so ist es halt. Wieder geht eine Wanderung zu Ende. Schade eigentlich. Aber irgendwann ist halt immer Schluss. Ja, das war heute wieder ein schöner Tag auf dem kleinen Aber, auf dem großen Aber. Es hing halt heute vieles in den Wolken, aber so ist es halt. Ich werde jetzt hier noch die Aussicht genießen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ciao!